Wer zum ersten Mal hierher kommt, dem beschleicht das Gefühl, irgendwo falsch abgebogen zu sein. Man verlässt die Autobahn bei Kilometer 73 und wendet sich gen Norden, bis man zu einer schlaglochgebeutelten Straße kommt, die tief in den Wald hineinführt. Dann geht es immer geradeaus. Je mehr man glaubt, dass man hier falsch ist, desto richtiger ist man. Noch bis vor kurzem hatte sich die Schule in einer Großstadt befunden. Der ausschlaggebende Grund für den Umzug war nicht wie so oft ein finanzieller und auch nicht der Umstand, dass man sich von der Abgeschiedenheit des Waldes bessere Geheimhaltung versprach. Die Standortverlegung geschah auf Druck der ortsansässigen Bevölkerung. Man hatte sich über den ständigen Lärm beschwert. So, los, Tüten, Hosentaschen voll machen. Nehmt eure Mützen raus. Peters, besonders viel einstecken. So, seid ihr soweit? Na kommt. Da stehen 5 Hunde. Da geht ihr 4 jetzt hin, guckt sie euch einfach alle an. Und in 10 Minuten, eine Viertelstunde möchte ich von jedem irgendwo oben einen Namen stehen haben. Oder sagen, wie der Hund heißt, dass wir das aufschreiben können. Deiner steht vor 112. Hier. Komm. Okay, geht rein, guckt sie euch an. Ja, lasst euch Zeit, ne? Jetzt schreibt erstmal euren Namen dabei, dass wir wissen, welcher Hund zu wem gehört. So, Rollo, du nimmst den Schäfer runter. Der Kamerad Jesse nimmt Anni, oder was? Ja. Peters ist. Und der Kamerad Linger. Der Vito. Habt ihr alle? Ich wollte gerade noch mal die Nummer sagen. Der Kamerad. Was brauchst du die Nummer nochmal? 7964. 7964. Gehen wir erstmal eine Runde spazieren mit denen, ne? Gehst du dem Oberstaber hinterher? Da haben wir eine Hündin, einen Rüde, eine Hündin, einen Rüde. Immer einen Meter Abstand, sodass die beiden sich nicht anzicken können. Und wenn ihr seht, dass der andere Vordermann stehen bleibt, der bleibt hier auch stehen. Ne? Hör auf. Okay. Ihr gebt den Hunden keine Hörzeichen. Genau, Kopf erholen. Ja, auf. Ulmen bei Koblenz, irgendwo im Wald. 600 Soldaten im Jahr gehen hier Gassi mit ihren Hunden, denen man ganz verschiedene Verwendungen zugedacht hat. Diese hier sind Feldjäger-Diensthunde. Erst macht man sie zu Wachhunden und später einmal werden sie nach Sprengstoff suchen, auch in Kriegseinsätzen. Diensthundeführer. Das ist das, was schon Rekruten gerne werden wollen, wenn sie hören, dass man das werden kann. Wo sonst wird man dafür bezahlt, mit Hunden zu spielen, fragen sich auch die Soldaten, die sich auf die wenigen Stellen bewerben.
Doch es vergeht fast ein Jahr, bis man sich Diensthundeführer nennen darf. Und lange Zeit weiß man gar nicht, ob das gefundene Paar aus Mensch und Tier, das in einer Art Blitzhochzeit im Zwinger entsteht, überhaupt zusammenpasst. Es müsse sich erst herausstellen, ob die Ehe wirklich etwas taugt, heißt es. Das Einzige, was man sicher weiß, ist, dass man sich verändert, je länger man hier bleibt. Diese Metamorphosen werden selbst in den eigenen Reihen der Bundeswehr skeptisch beäugt. Hundeführer sind in jeder Kompanie ein Sonderfall, sagt man. Irgendwie anders. Ruhe. Irgendwie seltsam. Nicht aussagen. Weiß ich ja nicht. Aus ist, wenn der Hund beißt oder was loslassen soll. Dann geben wir ihm das Hörzeichen aus. Jetzt soll er ja nur die Fresse halten. Also Ruhe. Aus. Wenn du hochfährst, fährt sie auch hoch. Ja. Du musst doch cool dran gehen. Ja. Du musst ihr schon sagen, dass sie jetzt die Fresse halten. Hey, Ruhe. 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 Aus. Ruhe. Ruhe, bestimmend, aber nicht schreien. Die heißt Anni, nicht Arni. Du ziehst das immer so lang. Kurz und knapp, brisant, Anni. Ihr dürft euch selber nicht hochfahren. Also wenn der Hund ein Fehlverhalten zeigt, so wie der hier, wird jetzt, umso lauter es wäre, umso schlimmer wird es bei dem. Ruhe. Langsam, langsam. Das Mädchen. Guck mal, dann gehe ich ganz entspannt spazieren. Wo ihr Hunde sind, wo sie sonst so einen Affen macht, ist alles gut. Wir dürfen nicht drüber nachdenken. Ne? Ich muss ihm entgegenwirken. Komm, komm noch mal gucken. Nein. Nein. Bisschen fester, Lingling. Das sind ja noch keine Einwirkungen. Ich störe dem Hund nur in seinem Bewegungsablauf. Er gibt das Tempo vor, ich sage, nee, das ist nicht mein Tempo. Das will ich nicht. Da fängt die Ausbildung des Hundes an. Ich störe ihn jetzt schon in seiner Bewegungsfreiheit. Gut. Wenn sie zu sehen, nee, jetzt ziehst du so zurück. Einwirkung, da sind wir eigentlich noch nicht. Das ist das. Das ist eine Einwirkung. Okay. Dann gibt es einen Ruck. Du machst so. Du ziehst. Du ziehst den Hund. Der sagt, nein, ich will. Ich kann besser. Kurzer Ruck. Langsam. Gutes Mädchen. Alles klar. Mahlzeit. Ah, ihr beide passt zusammen. Ich sage immer, eine Waffe kann ich sichern. Wenn der Hund nicht im Gehorsam steht und vor mir wilde Sau spielt, deswegen auch Waffensystem, er hat ja 42 Zähne, das ist ja das, mit der man was er beißen kann, dann ist es ja, deswegen nenne ich das immer Waffensystem, und der aus dem Ruder gerät, dann bin ich sehr schnell im Bereich Körperverletzung im Amt. Deswegen ist für mich der Gehorsam unabdingbar. Den Stirnriemen richtig richten, soll über der Nase liegen. Jetzt müsst ihr darauf achten, dieser Korb ist zu eng. Wieso? Weil die Nase direkt, hör auf, weil die Nase direkt vorne dran stößt. Ein bisschen Spiel soll sie haben. Gut, passt auf. Nicht gut. Oh, scheiß Schwanz, ich hasse das. Dann nimmst du einen Fuß. Dann machst du den Kopf ab. Also, so du aufpassen musst, muss man es enger machen. Ne? Nee, nein. Es ist gut jetzt. Lass mal los, den Hund. Hör auf. Hast du deine Vor? Ach nee, nicht küssen. Ich habe mich gerade auf der falschen Seite. Hör auf, Fräulein. Konzentrier dich doch mal kurz. Hör auf damit. Hör auf damit! Lass dich hin.
Schon länger hatte man daran gefeilt, sich einen Partner zu schaffen, der bedingungslos liebt und gefallen will. In diesem Sinne überbrachten unzählige Hunde zwischen den Schützengräben Botschaften, zogen Kanonen, bekämpften Panzer, verlegten Telefonleitungen, fanden Verwundete, bargen Tote und bewachten und beschützten ihre Herren. Und sie trugen zur Aufmunterung bei, spendeten Trost, indem sie Kunststücke aufführten oder einfach nur, weil ihre warmen Körper an mütterliche Geborgenheit erinnerten. Im Ersten Weltkrieg wurden 20.000 Kriegshunde eingesetzt. Im Zweiten waren es schon 10-mal so viele. Ihre Ergebenheit nutzte das Militär stets als Aushängeschild. Der Hund inszeniert als charmanter, aber disziplinierter Soldat, fast schon Vorbild für seine menschlichen Kameraden, vor Präzision und Gehorsam nur so strotzend. Mit jedem neuen Krieg kamen auch neue Hunde, aber der Weg zur Perfektion blieb im Grunde der gleiche. Wiederholung. Ein ums andere Mal und immer wieder. Sitz ist Sitz, Platz ist Platz. Wenn das Schutzdienst ist, lass mal los, Leine, bitte. Pass auf, und das macht ihr auch gleich mal. Wenn ihr den Hund sauber ausgerichtet habt, haltet ihr einfach mal die Hand von vorne. Da könnt ihr den Hund schön tatkräftig unterstützen, dann einbeißen lassen, auch beim Beißen. Komm mal, müssen wir da rein. Gucken wir mal, dass wir eine saubere Griffverbesserung machen hier. Ja, machen wir wieder mit den Fingern. Ja. Da ist es wieder. Hier, guck, jetzt komme ich nicht mehr rein. Seht ihr das? Super. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Geschäft. Lass uns mal nachbeißen, bevor wir vollbeißt. Lass uns mal Griff machen. Bleiben Sie bestehen. Bewegung einstellen. Aus! Einwirkung. 21, 22. Aus! Bewegung ist immer. Hundhetzhelfer! Merkt euch das! Hundhetzhelfer! Hundebewegung. Jetzt bringe ich den Hund ins Jagdverhalten. Guckt mal auf den Hund. Wie er stiert, auf die Beute, wie sie sich bewegt. Ja? Da ist er, genau da. So ist gut. Gut. So, wenn ich jetzt weggehe, fängt er an zu bellen. Soll ich in Perfektion? Ja, Junge. Die ist links neben dir, mach die mal so. Ja. Mit rechts kann das nicht passieren, weil du sie links hast. Nee, die guckt auf den Ärmel. Nimm mal den Ärmel auf. Lass dich mal so ein bisschen vertreiben nach da hinten. Dann gehst du mit langer, strammer Leine. Langer, strammer Leine. Richtig festhalten. So ein bisschen hinterher. Was hier Schutzdienst heißt, ist eine Art Grundausbildung der Hunde. Dabei macht man sich einen Trieb zunutze, den auch 30.000 Jahre Domestizierung unberührt ließen.
Was früher ein fliehendes Beutetier war, ist heute ein totes Stoffkissen. So lernt der Hund seinem Instinkt folgend die Freude am Beißen. Das wird für ihn zum einzigen Ziel und zum befriedigenden Schlusspfiff eines spannenden Spiels. So, stellen verbellen. Wie das nachher mal ausgesehen hat. Wieso ich beim Schützendienst immer sage, in der Anfangsphase haltet die Hand vor. Achtet mal auf meinen Hund. Dann weiß ich ganz genau, den hat er auf dem Pin. Egal, ob er jetzt da wäre, letztendlich versteckt. Später dann soll der Hund auf Kommando einen Täter finden und stellen und genauso gehorsam auch wieder von ihm ablassen. Dabei darf zuerst nur gebellt werden. Erst wenn sein Feind ihn angreift oder versucht zu flüchten, ist auch das Beißen erlaubt. Hier, Feldjäger, kommen Sie raus, ich setze mal die zu nein. Hier, Feldjäger, kommen Sie raus, ich setze mal die zu nein. Flint! So, jetzt bremse ich ihn ein. Super, klasse. So, das ist brav. Angel mich über die Leine ran, kann ihn loben, voran. Klasse, klasse. Super. Jetzt ziehen zurück, mach mal ein bisschen Gras da vorne, mach mal ein bisschen. Klasse, klasse, klasse. So, stell ihn wieder hin. Super, klasse, klasse. Voran! Super, klasse. Frustration, bleiben Sie ruhig stehen, aus, Platz! Hier, Fuß! Brav! Platz. Und da weiter. Komm, Platz. Es begann mit Schlaflosigkeit und einem Gefühl der ständigen Anspannung. Bei der Rückkehr aus dem Kosovo nahm er zuerst an, die Probleme würden mit der Zeit von selbst verschwinden, so wie viele Dinge beim Militär sich durch Aussitzen erledigen. Alkohol half aber nicht lang und ein Austausch mit anderen Menschen schien unmöglich. PTBS steht für posttraumatische Belastungsstörung. Als die Therapie keinen Erfolg brachte, musste er die Bundeswehr verlassen. Bald löste er sich von allen sozialen Kontakten und schloss sich in seiner Wohnung ein. Das ging beinahe 10 Jahre lang so. Ein neues Gesetz führte dazu, dass er wieder in die Bundeswehr eintreten konnte. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort und wurde Versuchsperson eines neuen Programms, das an der Diensthundeschule erprobt wird. Eine Hundetherapie für traumatisierte Soldaten. Gut gemacht. Komm her. Es war eine Situation, in der wir eine Strecke erkundet haben und während der Erkundung sind wir auf ein UN-Werk für Flüchtlingshilfe gestoßen, die ein Massengrab katalogisiert haben. Und wenn man dann die ganzen Spuren so hautnah miterlebt, ist also
an dem Abend konnte ich eigentlich nur noch weinen. Wir haben, als ich ankam, im Setra-Stadion, ehemaliges Olympiastadion, Eislaufstadion in Sarajevo, das war vor unserer Unterbringung dort als Kühlraum benutzt für Leichen, bis die beerdigt werden konnten, was unter Feindbeschuss ja nicht so einfach ist. Und der Geruch ist mir nicht unbekannt gewesen, aber dass dann auch Kinderleichen und Frauenleichen, die absolut zerstört waren, das war mir neu. Ja. Und das waren ja eigentlich die Leute, die wir beschützen sollten. Hunde wirken auf so viele Arten und Weisen. Also das Erste ist einmal, dass sie selber immer im Moment sind. Vorher habe ich sehr viel kaputt gedacht und analysiert und kaum Sachen gefühlt, außer Schwermut. Und, aber nicht momentbezogen, sondern eher die Gesamtsituation, das Leben und der ganze philosophische Quatsch. Obwohl, Quatsch ist es nicht. Aber philosophisch schwermütig und nicht wirklich Leben, sondern immer nur auf Zukunft und Vergangenheit fixiert. Und da war das erste Mal, dass ich sagen konnte, ich spüre mit den Händen und es war mehr ein körperliches als ein mentales Erlebnis. Bei Menschen hat das immer eine sexuelle Konnotation, ob selbst zwischen Männern bei Tieren oder bei Hunden ist körperliche Nähe was ganz Normales. Und die auch wieder zulassen zu können und zu erleben, war richtig befreiend. Also Menschen umarmen oder so, da hatte ich ständig das Gefühl, gleich kommt ein Messer in den Rücken. Das ist also kein entspannendes Gefühl, sondern eher ein verletzbares Ausgeliefertsein. Und bei den Hunden ist das was ganz anderes. Da ist die Nähe zum Rudel einfach fantastisch. Man kann sich die Frage stellen, ob die Bindung, die dann, irgendwann, sehr bald und trotz aller Disziplin zwischen Soldat und Hund entsteht, auch immer so beabsichtigt ist. Ist er doch sogenanntes Hilfsmittel zur körperlichen Gewalt und erst dann ein Lebewesen, das man lieb gewinnt. Und doch zeigt sich, dass Hund und Hundeführer umso besser funktionieren, je mehr Zeit sie miteinander verbringen, im Dienst und auch zu Hause. Rundumbetreuung ist Vorschrift. Der Dienstherr setzt auf eine Art Erste-Klasse-Kameradschaft, eine Zweierbindung, die so zwischen Soldaten gar nicht möglich oder zumindest nicht nötig wäre. Aber hier ist sie mehr als erwünscht. Es geht um Symbiose. Und dazu gehört so etwas wie Liebe. Aus. Bomba. Das dauert bei ihm ein bisschen länger. Aus. Danke. Sichtbar für ihn erstmal, das ist hier unten drunter. Bomba. Bomba. Fuß. Hier oben. Ja, gut. Ja, jawohl. Klasse, mein Junge. Supi. Das ist brav. Ja, jawohl, guter Kerl. Kannst du mal oben an den Ball antickern, so mit deiner anderen Hand? Aufmerksam machen?
Sag mal Fuß. Fuß. Hand wegnehmen. Und jetzt nach vorne fallen lassen den Ball. Ja, jawohl, ja. Gut. Und jetzt geh rückwärts, komm. Ein bisschen schneller, komm, 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 komm. Ja, gut. Guck mal, ob er dich anspringt. Oh, pass auf, Dicker, komm hoch. Oh, SEK-mäßig, jawohl. Jetzt zeige ich, dass ich stärker bin, indem ich ziehe. Er hält dagegen und wenn er nach hinten wegkontert, dann gehe ich mit, da gehe ich seiner Bewegung nach, weißt du? Er ist ja der Stärkere, er sagt mir, das ist... Oh. Und jetzt sage ich, dass ich der Stärkere bin. Jetzt er wieder. Jetzt ich. Also du ziehst jetzt dann doch hoch. Immer zwischendurch, nach hinten weg. Okay. Ja, jetzt, guck mal. Das ist schon was ganz anderes, ne? Ganz bedingungslos ist die Liebe des Hundes aber doch nicht. Es ist ein bisschen wie bei Kindern und ihren ersten Malversuchen, die man lobt und dann an den Kühlschrank hängt. Kleine Erfolge stärken das Selbstvertrauen. Der Hund braucht dieses kleine Zugeständnis, ein so tun als ob. Er braucht Begeisterung und ist sie auch nur vorgespielt. Ja, da muss ich mich ein bisschen verstellen. Ja, wenn du dir immer sagst, klasse, Micha, sagt er, ja, der freut sich. Aber so richtig freut er sich auch nicht. Ähnliches Beispiel ist es, aufgezwungene Liebe. Wo ich mal zum Anfang gesagt hat, hockt euch mal hin, lasst den Hund mal erkunden, euch mal beschnüffeln. Der Kleine von meiner Freundin, sage ich das immer, die ist ja mit Hunden groß geworden. Ne? Wenn ich dann sagte, ich sage, hey. Nicht aufzwingen, Liebe. Wenn ich immer sage, ach Micha, ich liebe dich so sehr. Und er sagt irgendwann, boah, ey, geht der mir auf den Sack. Aber wenn ich das ehrlich meine, ne, und sage, ey, klasse, dass du da bist und ich freue mich richtig und übertreibe nicht ganz so, dann ist das eine ehrlich gemeinte Liebe. Und beim Hund ist es zum Anfang genauso. Er kommt zu mir, sagt, jawohl, klasse. Und jetzt in dieser Phase, nach einer Woche, die zu euch kommen, geradlinig und euch suchen und finden, dann sagst du, hey, jawohl, klasse, das ist brav. Leckerchen raus, handvoll, fressen lassen. Ja, dann laufen die rum. Okay, Anni jetzt nicht, die dreht ja Kreise. Ja, aber dieses Hochgucken, ne, diese Erwartungshaltung, auch bei euren beiden schön gesehen oder bei dem. Ja, dann gucken die, also, hey, gib mir mal. Tja. Ja? Wisst ihr, was ich meine? Und das müsst ihr euch zunutze machen. Jetzt in der Phase, die fordern ein. Da kann ich dieses Einfordern nochmal bestätigen, verstärken, dass sie sich fast an euch kleben. Aber wenn wir sehen, nach 2-3 Wochen wird das so sein, dann geht er gar nicht mehr weg von euch. Ich werde, egal wo ich hingehe, meinen Hund bei mir haben. Ob ich jetzt von der Familie weg bin, ob ich in den Einsatz muss oder auf irgendwelche Lehrgänge, immer wird mein Hund mich begleiten. Und das ist natürlich auch so ein Stück. Der Hund ist immer ehrlich zu mir. Und ja, lügt mich nicht an. Wenn ich blöd zu ihm bin, ist er blöd zu mir. Und das ist natürlich ein Stück, was einem keiner nehmen kann. Die Hunde versuchen natürlich auch irgendwann, uns zu gefallen. Aber für uns ist, wir müssen natürlich, wir sind der intelligentere Part in der ganzen Konstellation, hoffentlich. Und ja, wir müssen dann lernen, an uns zu arbeiten. Das ist ja nicht nur dieses Arbeiten mit dem Hund, ist ja auch ein täglicher Kampf gegen sich selbst. Ich hätte mir gedacht, man geht 2 Tage zum Hund und spielt ein bisschen mit dem Hund und schon ist man, ne, wie wir es auch im Unterricht gehört haben, der Hund ist ja auch ein Egoist, genau wie der Mensch auch. Und wenn er mal Futter kriegt und man mit ihm rausgeht, dann ist man sein Freund. Ne? Das habe ich auch gedacht, naja, dann wird das ja ruckzuck mal so funktionieren. Ist aber nicht so. Ist nicht so. Der Hund freut sich, wenn man dann kommt, ja, aber so dieser tiefe Aufbau an sich, der entsteht. Und was langsam wächst, ist ja auch irgendwo ein bisschen beständiger, als wenn man ruckzuck da ist. Und dann, wenn der Hund ruckzuck da ist, ist der Hund auch wieder ruckzuck weg. So denke ich, ne? Den Hund zu lieben, auch seine Sicht der Dinge zu verstehen, wird zu einer Art Softskill für diese Soldaten. Man ahnt, woher der Vergleich mit der Ehe kommt. Allerdings einer dieser Ehen, in der sich nur einer den anderen aussucht. Nur einer sagt, wo es lang geht. Der Hund hat kein Mitspracherecht. Er kann ja gar nicht sprechen. Was würde er sagen, wenn er könnte? Dass er nie eine Wahl hatte, dass er sich nicht freiwillig gemeldet hat, gerade seinem Soldaten zu dienen, für ihn da zu sein, mit ihm in den Einsatz zu gehen,
wird zum ganz nebensächlichen Detail in einer Zweckgemeinschaft, die ihre eigenen Bedingungen und Belohnungen hat. Vielleicht wie in den Erzählungen mancher Großmütter, die ja auch erst lernen mussten, ihren Mann zu lieben. Erst denkst du, es geht nicht. Aber dann wird's doch ganz schön. Tobi, du gehst wie Quasimodo. Bleib mal stehen. Ich sieh ihn mal. Geh weiter auf ihn zu. Langsam. Bleib stehen, fixier ihn. Noch ein bisschen. Ja, ja. Ja, genau. Und jetzt aber antworten. Nochmal in die Reihe. Und weggucken, weggucken. Geh ein Stück mal zurück, Bila. Geh mir ein Stück zurück. Fast könnte man vergessen, wofür hier eigentlich geprobt wird. Gut reagiert, Tobi. Und je mehr Zeit man so unter sich im Wald verbringt, desto ferner scheint die Aussicht, irgendwann in den Einsatz zu müssen. Aber dorthin gehen soll es ja schließlich doch. Die Aufgabe für den Hund bleibt die gleiche, egal ob er hier ist oder anderswo. Für ihn soll auch der Einsatz einmal sein wie ein Spiel. Und damit er lernt, dass seine Zähne auch im Ernstfall funktionieren, muss der Mann in Blau so tun, als wäre alles echt. Hey! Das ist ein zugekiffter, mit Schatt zugedröhnter Eifelaner. Der sagt gar nichts. Au, hey. Au, 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 au! Geht doch. Rausheben und dann vertreiben, ne? Und hinterher, und hinterher. Vorsicht! Der hat nur Ärmel. Wolle, lass die Leine dran. Du sollst hinterherlaufen. Ja, ist ja richtig, hab ich ja verstanden. Ja, da müsst ihr aufpassen am Karabiner. Das ist nicht schlimm. Jetzt. Und jetzt hinterher. Und nicht ranlassen mehr. Wir haben schon Hunde gesehen, die haben gebissen bei Männern wie die Stiere. Erste Frau im Anzug, nicht gebissen. Gar nicht gebissen. Unterschiede. Und wir bringen ihnen das bei. Das ist übertrieben. Aber letztendlich ein richtiger Biss. Der schreit, der tritt nach dem Hund, der versucht, den rauszuholen da. Adrenalin wird freigesetzt von ihm selber, der gebissen wird. Ja, ist klar. Du musst schreien wie eine Pussy. Aber du musst. Als wenn der im Fleisch Simulant, Schauspieler. Ja, ist ja richtig. Aber das, ja. Was denn? Hat's getischt? Tinnitus. Ach, Quatsch. Wann wird es denn nun schön? Fragt sich der Hund, der nun schon länger allein im Wald steht und seinen Hundeführer vermisst. Seine Bindung zu ihm muss so weit gehen, dass er niemand anderem vertraut, der dahergelaufen kommt. Es ist diese feine Balance zwischen natürlicher Aggression und angezüchteter Gutmütigkeit, nach der man sucht. Nur die Angst, die der Hund vor seinem seltsamen Besucher hat, hat hier gar keinen Platz. Also zeigt man ihm, wer hier der Stärkere ist. Nämlich er, der Hund. Und kein anderer. Man muss sich auf diesen Hund verlassen können. Wir sind in der Ausbildung, wir trainieren darauf hin und irgendwann weiß ich,
dass ich mich, ich hoffe doch, auf den Hund in allen Situationen verlassen kann. Das ist ja das Ziel. Und ich bin eigentlich jemand, der schlecht Dinge toleriert, wo man sagt, ja gut, da kann ich mit leben. Naja, wenn der Hund jetzt Angst hat und mich immer nach vorne schickt, da kann ich mit leben. Nein, kann ich nicht mit leben. Sicherlich, wenn es darauf ankommt, kämpfen wir beide zusammen. Und sicherlich kriege ich vielleicht auch ein bisschen was hin. Aber ich erwarte trotzdem von dem Hund, dass dafür ist er einfach da, dass der Hund erstmal den Anfang macht und nicht ich. Dafür habe ich den Hund. So, und wenn sie das nicht kann, dann ist sie bei mir fehl am Platz. Im Endeffekt ist es so, dass der Hund seine Arbeit machen muss. Davon hängt ganz viel ab. Davon hängen ja auch Menschenleben ab, wenn es hart auf hart kommt. Und wenn er da seinen Job erledigt, macht er alles richtig. Und wenn dabei etwas passiert, ist das mit Sicherheit etwas, was mich selbst auch, wo mich selbst auch fertig machen würde. Und zwar bestimmt auch sehr stark fertig machen würde. Nichtsdestotrotz muss man halt immer differenzieren, was steht da auf dem Spiel. Und man muss ganz klar auch differenzieren, es ist ein Tier. Er wird ausgebildet, um einen Job zu machen. Und dafür habe ich diesen Hund. Ja, und so sehr ich ihn lieb oder so gern ich ihn habe, muss ich damit umgehen können, dass was passieren könnte. Das ist halt einfach so. Und ich würde auch niemals ein Tierleben über ein Menschenleben stellen. Und von daher ist das, ja, schwierig, aber man muss sich damit zurechtfinden. Es ist halt einfach so. Kommen Sie raus, oder ich setze den Diebstuhl ein. Voran! Es kommt nicht von ungefähr, dass man hier vom Hund als Waffensystem spricht. Es ist ja wahr, dass er schneller reagiert, dass er gefährlicher und wirkungsgewaltiger ist als bloß ein Mensch allein. Man tut ihm auch nicht Unrecht, wenn man ihm die Wesenszüge einer Waffe andichtet. Aber die Bezeichnung verkennt etwas, beschreibt gar nicht, wie sehr man schon an ihm hängt, an seinem Gerät. Und sie verschweigt, dass man den Hund zwar ein, aber nicht so leicht ausschalten kann.
darfst nicht das Schaf werfen, du sollst den Hafer werfen. Lieb sein. Vorsichtig. Ich sehe nichts. Vito. Das Gute ist, der Pontus hat so viel Felder, kann Vito reinbeißen, ohne dass er was merkt. Sei brav. Bitte mal hin. Setz dich mal. Setz dich. Klasse. So, Einmal am Schaf naschen. Sehr schön. Das darf er auch mal. Brav sein. Ist gut. Also 83,6 habe ich. Du? Ja. Fette Sau. Bücher holen. Darf ich jetzt, oder? Ja. Meins. Meins. Spinnst du? Meins. Dankeschön. Komm mal her. Jetzt musst du rechnen. Was hab ich gesagt? Jetzt 83,6. 6, also 84. 16, und was hatte er? 118,2. 16 und 18 und 34. 34,2, 34,6. Kann gar nicht sein. Ja, der hat jetzt 2 Tage gekotzt. Der hat abgenommen. Gefastet. Also als ich ihn noch nicht kannte, er war wie lange warst du? Die sechs ersten Wochen. 6 Wochen war er noch nicht da, der Hund, da war ja bloß immer der Chris hier und hat erzählt und da war das schon wie so eine andere Welt. Also da war es auch ein bisschen spooky. Also auch die Geschichten, die ich gehört habe, wie halt die Hunde ausgebildet werden und was man mit denen macht, das hat mich dann schon auch oft irritiert, wo ich gesagt habe, das würde ich jetzt mit meinem Hund nicht so machen. Und dann war es natürlich schon nicht gruselig, aber ja, also das Bild, was ich vom Vito hatte, war ja wie so ein Kampfhund, Kampfmaschine, was er so erzählt hat. Und als er dann zum ersten Mal mit dem kam und dann habe ich den bloß in die Augen geguckt und dachte schon, du bist eine Knutkugel. Also der ist für mich kein Diensthund. Also wenn er hier ist, hat er echt frei und wird auch von mir so ein bisschen verzärtelt und betüttelt. Klar muss er mir folgen, tut er auch. Also er hat natürlich schon Respekt, gehört sich ja, ne Schatz, du auch. Und dann ist es aber für mich überhaupt nicht mehr so, dass ich da immer im Hinterkopf habe, oh Gott, das ist jetzt ein Diensthund, das ist eine Waffe. Ich denke, man, das ist das, was ich auch schon mal gesagt habe, man darf trotzdem nie vergessen, was er lernt, dieser Hund. Und da ist es schon, bin ich eher im Alltag von uns derjenige, der das Ganze versucht, ein bisschen auszubremsen in gewissen Situationen, weil ich den Hund anders kenne, weil ich um seine Schwierigkeiten weiß, weil ich auch schon mittlerweile eine Situation erlebt habe, wo ich gesagt habe, warum reagiert er jetzt auf einmal so? Und das sind einfach Dinge, die ich da nicht aus den Augen verliere. Und das ist ganz klar, dass die zwei das nicht kennen, weil sie den Hund so nicht kennen, wie ich ihn kenne. Es war am Anfang ganz schlimm, als der Hund dann nach Hause kommen durfte und endlich sein Schatz dann hier war, war das dann schon so, dass die Aufmerksamkeit nur beim Hund war. Es fing damit an, oder ja, es ist nach wie vor noch so, dass der Hund halt Schatz genannt wird. Ja. Und ich dann schon denke, welchen Schatz meint er jetzt, mich oder ihn? Aber es ist meistens der Hund, den er dann ruft. Und es geht dann weiter so im Bett. Also er schläft ja neben seinem Bett am Boden, auf einer Decke. Und wenn dann in der Früh, wenn er halt dann wach wird, oder wenn wir wach werden, und ich so bei ihm im Arm liege und ihm so kraule, und dann wird er wach und drehte sich erstmal zum Hund und hat dann erst mit dem Hund schön gekrault und nahm meinen Schatz und erst dann wurde ich begrüßt in der Früh. Ja, auf jeden Fall, man macht natürlich mit diesem Tier einiges mit. Und das ist auch unter der Woche so, ich verbringe mehr Zeit mit meinem Hund wie mit meiner Familie. Das ist, muss man halt einfach wirklich so sagen. Man baut eine ganz andere Bindung auf. Es ist etwas, was ich mir jahrelang erträumt habe, diesen Job zu machen. Ich habe es dann letztendlich irgendwann ermöglicht bekommen. Und dann ist es natürlich so, man ist einfach stolz darauf und versucht dann natürlich, die bestmögliche Bindung zu dem Tier aufzubauen. Und die fängt bei mir in erster Linie, fängt sie zu Hause an. Weil zu Hause muss der Hund trotzdem auf mich hören. Er muss trotzdem, er weiß, er kriegt alles von mir, aber auch nur dann, wenn er das tut, was ich von ihm verlange. Auch wenn sie sagt, komm her, und ich sage, du gehst da nicht hin, dann hat er bei mir zu bleiben. Und das sind so Kleinigkeiten, wo ich dann sage, ja,
Man baut dann mehr Bindung zu dem Hund auf als... Als zur Frau? Nein, nicht als zur Frau. Also es ist schon sehr intensiv, sagen wir es mal so. Und das musste ich auch erst mal gesagt bekommen, sonst hätte ich das gar nicht gemerkt. Das war auch keine Absicht, keine böse Absicht. Also wenn es nichts genutzt hätte, hätte ich mir schwarze Haare ins Gesicht geklebt. Hätte mich vielleicht auch wieder interessant gefunden. Platz! Das mit der Liebe will nicht immer so, zumindest nicht bei allen. Die Scheidungsrate zwischen Soldat und Hund ist weitaus geringer als die der Menschen. Aber manchmal bleibt ein schwieriger Hund schwierig, bleibt unberechenbar, will oder kann nicht das tun, was man von ihm erwartet. Der hier war von einer Fremdenzucht, eingekauft und in den Dienst gestellt. Wer nicht hören will, muss gehen. Das hört sich jetzt so hart an, aber die suchen sich den Job hier nicht aus. Ja, wir bestimmen die dafür. Der Hund kann nichts dafür, dass wir ihn gekauft haben. Der hat sich ja hier nicht angeboten. Der hat ja nicht auf eine Stellenanzeige geantwortet. Ja, der wurde hier in Anhänger geladen und musste sich seinem Schicksal fügen. Ja. Und dann hat die Bundeswehr dem Tier gegenüber natürlich auch eine Sorgfalt oder eine Pflicht. Ja. Wir können die Hunde nicht fragen. Ja? Das wäre so einfach, wenn wir sie fragen könnten, woran es liegt. Ne? Dann könnten sie sagen, weil mir deine Nase nicht passt, ne? Oder weil du so undeutlich sprichst oder weil du so hektisch bist. Keine Ahnung. Ja? Wir können immer nur raten und rätseln, ja? Und versuchen, bestimmte Dinge umzustellen, um dann dadurch zu erkennen, ob es quasi der Fehler war. Bei Ares haben wir das nicht geschafft bis jetzt. Vielleicht kommt da noch jemand, der ihn durchschaut. Dirk, her. Dirk, Fuß. Ja, super. Dirk, Platz. Super. Okay, Dirk. Tief. Dirk. Tief. Eigentlich war er Minenspürhund gewesen. Jetzt ist er Bewohner eines kleinen, abseitigen Areals in der Kaserne, wo plötzlich nicht Gehorsam, sondern Gesellschaft vorrangig ist. Man sitzt, man spielt, man schläft in einem Raum. Ein bisschen ist es so, als ob die Zeit stillsteht in der Stube. Ob er nach Minen sucht oder die Bettdecke wärmt. Der Hund, könnte man mutmaßen, ahnt nichts von seiner eigentlichen Bedeutung. Weiß nur um ein diffuses Wohlwollen, mit dem ihm begegnet wird.
Vielleicht war aber das, neben all den guten Gründen, mit Hunden in den Krieg zu ziehen, schon immer der beste Grund, sie dabei zu haben. Der Hund weiß ja nicht, was passieren kann. Er hat auch nicht die Bilder im Fernsehen gesehen, die ihn ahnen lassen könnten, was Krieg bedeutet. Er weiß nicht, dass im Zweifel das, was man für menschlich hält, als erstes verloren geht. Er stellt keine Fragen, er ist einfach da. Es ist vielleicht sein weiches Fell, das ihm zu einem besseren Menschen macht. Und sein sprachloser Blick, der sagt, tu, was du musst. Ich bin auf deiner Seite. Dann wird es wieder gut. Oder, noch wichtiger für den Soldaten, es gibt das Gute. Auch im Einsatz. Also fliegt man wieder hin.